Hallo. Das Video unseres Messestands auf der Ambiente 2020. Es war eine hervorragende Messe. Wir hatten viel Spaß. Die Leute sind große Fans unserer nachhaltigen Artikel. Wir freuen uns, dass wir da den Trend bedienen können. Die Kunden geben uns recht, dass wir die nachhaltigen Tücher, die Bienenwachstücher, die Pflanzenwachstücher als Konzept darstellen. Und wir versuchen, das Thema auch immer weiter auszubauen, weiterzutragen. Wir hatten letztes Jahr angefangen mit den Honigwaben-Dekoren, die großes Interesse geweckt haben, die auch die Kunden am meisten interessiert haben. Oh, haben das ausgebaut mit den fünfteiligen Sets, das heißt die Bienenwachstücher. Man bewächst die, man hat antibakterielle Eigenschaften, kann jegliche Art von Lebensmitteln einsetzen, immer wieder kalt abwaschen. Wenn sie aufgebraucht sind, haben wir jetzt ein Nachwachskit. Das heißt, man kann die Tücher neu bewachsen, um die weitere weitere Monate zu verwenden, bis zu einem Jahr. Wir haben dieses Thema rund um die Rollen ausgebaut. Das heißt, sie können die verschiedenartig einsetzen. Und was uns sehr, sehr wichtig ist, die Kunden verstehen, wie sie Aluminiumfolie oder Plastikfolie ersetzen können. Einfach weil das durch schöne Design und ansprechende Darstellung auch die Brücke gibt, um das einzusetzen. Dann haben wir das Thema in farbig ausgeweitet, die Streifen in bunt über die Schüsselabdeckung mit dem Naturkautschuk drin. Wir haben Beutel, dass sie im Supermarkt da ihr Obst einkaufen können oder sonst irgendwie verwenden. Wir haben ein schwarz-weißes Thema, um hier auch klassisch zu bedienen, um das schick zu haben. Und, da sind wir besonders stolz drauf, wir haben die Tücher auch als Pflanzenwachstücher in vegan. Hier wird das Bienenwachs ersetzt mit Candelilla-Wachs, einer Art Kakteengras, was auch antibakterielle Eigenschaften hat und die gleichen Vorzüge hat, aber wirklich komplett ohne tierische Produkte hergestellt wird. Vegan, auch ein wichtiger Trend. Dann für unsere jüngeren Fans haben wir die Biene Maya. Die hoffen wir pünktlich zu lancieren, wenn das Lizenzapprove durch ist. Es geht um das Thema Schulanfang oder Spontanverkäufe. Der Willi, die Maya und das Ganze auch als Sandwich-Bag. Das heißt, man kann hier den Kids das Frühstück, das bis morgen mitgeben. Und hoffentlich Spontanverkäufe erzielen. Das Kompetenzcenter, sehr beliebt. Das heißt, für Geschäfte, die anfangen, die können sich so ein kleines Gestell hinstellen. Wir haben das Chip dekoriert. Die wichtigsten Topseller sind drauf. Wir werden sicherlich jetzt anpassen mit den Neuheiten. Und auch eine coole neue Art nachhaltiges Aufbewahren von Artikeln. Das sind Brotkörbe. Die können sich verwenden. Und nach Gebrauch, nach dem Frühstück, können Sie das Brot einfach zusammenziehen und verschließen und aufbewahren. Als Brotsack. Cool, ja. Von daher eine coole Messe für uns. Wir waren zufrieden und wir hoffen, dass es auch was für Sie ist. Mit freundlichen Grüßen.